Game over! Aha! Hello! Here we go! Hallo und herzlich willkommen zurück aus einem neuen Video aus dem Netz. Wir machen heute ein Nintendo Quiz, um zu sehen, wie gut ich bin. Fangen erstmal mit dem Nintendo Quiz für Anfänger an. Wie heißt die Prinzessin, die immer von Super Mario gerettet wird? Apple, Peach, Banana oder Orange? Peach. Weil Peach ist ja die vierte. Welche Farbe hat der Pilz, der Mario ein extra Leben schenkt? Rot, Blau, Gelb oder Grün? Rot. Wie heißen die Bewohner des Pilzkönigreichs? Goomba, Toad, Koopa oder Lakitu? Toad. Das Anfängerquiz, das dürfte ja noch einfach sein. Wie heißt der Held aus The Legend of Zelda? Link, Zelda, Ganondorf oder Navi? Link. Link ist in der Videobeschreibung. Wie heißt das Dreieck, was die Kraft besitzt, jemanden super stark zu machen? Majora's Mask, Goomba, Ocarina of Time oder Triforce? Triforce. Wie heißt der Bruder des Helden? Er hat keinen, denn Leonardo, Donatello und Raphael sind das nicht die... Wie heißt die Sendung? Ich guck doch sowas nicht. Wartet, es hängt irgendwie, keine Rückmeldung. Ja, das nicht reagiert nicht. Kurze Werbeunterbrechung. Und vielleicht geht's weiter. Aber dieses Quiz, was ich hier mache, liegt nur rein daran, dass ich an Nintendo. Warte mal. Wie heißen die ersten Pokémon-Editionen? Rubin, Saphir und Smaragd. Gold, Silber und Kristall. Schwarz und Weiß oder Rot, Blau und Gelb. Rot, Blau und Gelb für den Gameboy. Welche Typen stehen zur Auswahl von Starter-Pokémon? Normal, Fee und Drache, Feuer, Wasser, Pflanze, Psychokampf und Geist oder Käfer, Gift und Schall? Ich glaube mal, das sind Feuer, Wasser und Pflanze. Okay. Womit kann man Pokémon fangen? Karten, Amulette, Bälle oder Würfen? Bälle. Nicht die. Welches Geschlecht hat Samus? Der Held aus Metroid. Man weiß es nicht, der ist ein Roboter, weiblich, Min. Weiblich, oder? Weiblich. Da weiß man das überhaupt? Müsste weiblich sein. Wo spielt Metroid? Unter der Erde? Im All, auf der Erde. In der Luft. Auf der Erde. Oh, wenn ich jetzt was falsch habe, das ist für Anfänger. Woher kommt der Name Metroid? Vom Spielentwickler Metroid? Von einem Gegner Metroid? Vom Planet Metroid? Vom Endboss Metroid? Oh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Da kann ich jetzt wirklich nur noch raten. Nur noch diverse Fragen. Wie heißt die Prügelreihe von Nintendo, wo sich alle Nintendo-Charaktere kämpfen? Nintendo Fighter, Smash Bros, Super Fight Bros, Nintendo Smash. Smash Bros. Wie heißt die erste Konsole von Nintendo? Nintendo Wii, Nintendo Entertainment System, NES, Nintendo Dual System, DS oder Nintendo 64? Das Nintendo Entertainment System. Kurz auch NES Mini. Nintendo heißt übersetzt Spieleentwickler. Das heißt nichts übersetzt. Besten Spieler lege das Glück in die Hände. Besten Spiele natürlich. Nein. Das heißt nichts übersetzt. Perfekt. Och man, du kannst die nächste. 12 von 15. Gut, was ist falsch? Peach, richtig. Grün, richtig. Toad, richtig. Link, richtig. Triforce, richtig. Ja. Oh ja, stimmt. Bälle. Weiblich im All, stimmt. Och nee, vom Gegner. Vom Gegner. Was? Legen das Glück in die Hände? Boah, ich hab gedacht, das heißt nichts übersetzen. Ich will der Fan von Nintendo sein. Oh man. Ja, das war ja noch was Einfaches. Wie gut kennst du Nintendo?
Konsolen und genau. Habt da was? Habt da was? Wie gut kennst du dich mit Nintendo aus? Von Hans Wurst. Na gut, dann lieber Herr Hans Wurst. Ich könnte auch den ultimativen Nintendo DS-Test machen. Aber nein, ich mache den, soweit es weitergeht. Oder hier, da waren Nintendo-Kenner, haben eine Chance. Nintendo All-Stars. Machen wir mal den schwierigeren Test. Dann machen wir mal zwei Tests. Einmal einen Anfängertest und jetzt nochmal den All-Stars-Test für wahre Nintendo-Kenner. Das ist doch auch best für mich, oder? Findet ihr, dass das gut ist? Ja, ich hoffe auch mal. Und dann geht's los. Wie heißt der Nachfolger der Wii? Der neue Nintendo Wii HD. Eigentlich Wii U, ja. Der ist der Nachfolger von Super Smash Bros. Wow. Hä? Struggle Clash Clash Wii. Oh. Ja, was sad. Alter, welcher Held taucht in Super Smash Bros. Brawl nicht auf? Snake, Star Game & Watch, Rob, Wolf, Link oder Sonic? Okay, da stellen Sie mir jetzt aber Fragen. Ich habe das Spiel gerade gespielt, überhaupt nicht. Ich habe zu Hause habe ich es gar nicht. Snake. Nee, Rob, oder? Wann wurde Mario zum ersten Mal erfunden? 300 vor Christus. 88. Das wäre jetzt eigentlich am passendsten. Achso, 3000 vor Christus, 300, klar. Wer ist Marios Bruder? Link, Waluigi, Sonic, Luigi. Und Wario gibt's noch. Im ehesten würde noch Wario angekreuzt werden. Wer ist Luigi? Bruder. Ne? Waluigi. Egal. Und Warios? Mario. Wie heißt The Legend of Zelda Hit, der noch 2009 erschien? War of Hyrule. Oh, hoffentlich. Ja, ich werde jetzt als völlig blöd abgestellt, denn ich bin ein ganz schlechter Nintendo-Kenner, aber ein sehr großer Fan, wollen wir jetzt sagen, ne? Deswegen mache ich auch den Test. Ja, und der Test, der reagiert mal wieder nicht. Na, ganz toll. Ah ja, jetzt kann ich auch weiterreden. Und zwar mache ich extra diesen Test. Weil ich ja gerade überhaupt nichts mit Nintendo Let's Play oder so mache, sondern eher von anderen Sachen. Und da sieht man auch, warum ich so schlecht bin in diesem Nintendo-Test. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Also zumindest ist es nicht so einfach, manche Sachen. Welche USK hat Mario Party 8? Moment, das habe ich doch, oder? Keine oder 6? 9. Keine oder 6, dürfte. 6. Nee, keine. Und welche hat die letzte noch sogar der Windmaker? 12. Oder das alte. Nee, der Windmaker hat 6, oder? Welche Peggy hat Donkey Kong 2 für NES? Peggy 6. Keine Peggy, oder? Er war jetzt irgendwas nehmen. Was ist die Spezialität in Zelda-Spielen? Illusionen, viele Kämpfe, keine Gegner, Kartenspiele, Tempel und ein schweres Gepäck. Für was steht das D bei 3D? Dimensional, dreckig, doof, dick und dumm. Was heißt 1D? Eine Richtung, links und rechts, zwei Richtungen, vorne und hinten, vier Richtungen. Oh nein. Ne, zwei Richtungen. Ha!
Mann, wofür steht 2D? Links, rechts, vorne, hin, alle links und rechts. Okay. Wofür steht 3D? Für nichts. Ja, hallo. Für nichts. Und wofür 4D? Was wollen die alles von mir? Nee. Was ist mit 5D? Gibt es nicht. Wann wurde Nintendo erfunden? Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ist das überhaupt dabei, das Jahr? Dann müsste es 1874 sein. Welches Zelda-Spiel besitzt einen Versus-Modus? Wind Waker, Four Swords Adventures. Four Swords. Gar keins, oder? Gar keins. Na gut, es gibt zwei von. Was macht Mario von Genre aus? Genre. Rollenspiel, Nonstop Arcade, One, Adventure oder Jump'n'Run? Jump'n'Run. Welche Spiele nimmt der DS an? Wii, GameCube oder Game Boy Advance? GameCube, Boy Advance und die anderen beiden haben CD-Laufwerk. Oh nein, du musst echt mehr üben. Du hast viel zu wenig Nintendo-Wissen. Sei nicht so streng zu dir, aber Wissen über Nintendo hast du nur zu 31,3% und die Auflösung von Nintendo und den Quiz findest du auf dem Nintendo-Portal. Nein, 12. Halt, halt, halt. Ich will schon noch gucken. Richtige Antwort, ja. Struggle. Ja, wo ist er? Wolfling. Ja. Luigi. Waluigi. Mario. War of Hyrule, ja. 6. Hä? Nein. Das wollte ich auch erstmal. Ja. Keine. Ja. 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 Ah, gut, gut. Ja. Oh nein. Das war auf jeden Fall alles falsch. Hä? Nintendo wurde doch nicht 1946, ja gut. Nintendo. Hä? Hier steht sogar 1994. Gut, nein. Wann wurde? Ich gebe das jetzt einfach mal ein. Wann wurde Nintendo gegründet? Okay, ja. Hier steht 1994. Hier steht 1946. Danke. Jump'n'Run. Game Boy Advance. Na gut. Aber 1946? Hä? Ist das nicht zu früh? Zu spät? Ja, gut. Das ist ein Verarsch gewesen. Ob das so ein Verarsch ist. Vielleicht sollte ich ihn ja mal anschreiben. Und wir werden ja mal sehen, ob das stimmt. Wenn ich aber so nachgucke. 1994. Naja, wir sehen uns bis zum nächsten Video im Internet. Beim nächsten Angezockt. Beim Morhun. Das verbotene Schloss oder beim Monka 2. Bei Wheel Race oder bei Vice City. Läuft gerade ganz schön viel, ne? Bis dahin und ciao.